Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Hier ist Oliver 301, ich begrüße Sie. Hier ist der Banzer, ich begrüße Sie. Und wir sind hier in den Höhlen nach dem, ja, nennen wir sie Ork-Höhlen von Herr der Ringe, wo ganz viele Orks waren, aber leider keine Schatulle von X'Chell. Das alles hier haben wir in den letzten Part hinter uns gebracht. Wir haben ungefähr, ja genau, wir haben hier angefangen. Sondern hier einmal komplett diesen gesamten linearen Weg an allen Orks, Monstern und sowas vorbeigelaufen. Diesen Teil hier haben wir nur in der Cutscene gesehen, das ist eigentlich schade. Und hier sind wir im Grunde nur schnell durchgerannt. Auch ganz okay. Um dann innerhalb dieses Flusses irgendwann mal bis hier nach vorne zu schwimmen. Mann, wir haben in dem Fluss, glaube ich, mehr Wegstrecke hingelegt in so kurzer Zeit als für das gesamte Restlevel. Aber egal, wir sind jetzt hier und müssen irgendwie über dieses Tal kommen, um dann mittels dieses Flusses, keine Ahnung, vielleicht hier zu landen wieder in Patiti, Panamana, Patipitipi, Manamana. Und wäre natürlich cool, wenn uns auf dem Weg irgendwie keine Monster oder sowas mehr gegen, sondern wir jetzt einfach eine ruhige, kletternde Kugel schieben können. Kugel schieben. Könnte auch mal wieder bohlen gehen. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Vielleicht, wenn ich mit meiner Bachelorarbeit dann wirklich fertig bin. Vielleicht kriegt man dann die anderen mal. So, hier ist ein erneuter Wegweiser, der uns weist, Oliver, du Volltrottel, du bist zurückgelaufen. Das weist uns dieser Wegweiser hin. Darauf weist er uns hin. Du hast zu viel gelabert und hast vergessen, dass du eigentlich in die Richtung wolltest. Du bist ein Vollidiot. So. Ja, wir müssen nämlich hier weiter. Oh, das sieht echt schick aus hier. Fotomodus mal kurz. Ui. Das ist schon wieder so eine echt schicke Höhle. Schickeria. Schick, schick, schick. Die passt schon wieder nicht aufs Foto. Sieht doch irgendwie doof aus mit diesem Überhang hier. Ach, vielleicht finden wir noch irgendwo ein besseres Fotomotiv für diese Höhle. In jedem Fall klettern wir jetzt weiter. Wir haben im letzten Part ja auch den Überhangstieg bekommen und können jetzt, ja, wunderbar an den Dingern festhängen, wie man sieht. Hat das super geklappt. Aber ich bin freudig erregt darüber, dass das jetzt gerade geklappt hat. Dass ich tatsächlich, obwohl ich irgendwie daneben gesprungen bin, mal wieder, mich noch mit dieser Kletterhaken-Schmeißtechnik noch retten konnte. Das ist ganz cool. So, Seitwärtssprung über dem Hang, drücken Sie A und dann drücken Sie wieder X. Und hoffen Sie, dass es gut geht. Auch das würde niemals im Leben ein echter Kletterer so machen. Aber was soll's. Ich habe echt Respekt mit Lauras Arme und Beinmuskeln. Respekt, Respekt. Ich war immer bouldern. Das ist richtig anstrengend, was man, also schon alleine an senkrechten Wänden, ist es echt anstrengend. Und sie macht das halt an waagerechten Wänden. An überhängenden Wänden. Das würde, glaube ich, keiner so machen. Fotomodus. Ob ich kurz... Ja, ich will den Fotomodus beenden. Nee, guck mal in die andere Richtung, glaube ich. Das wäre ganz cool. So, Fotomodus. Ja, das ist doch schick. Also fast. Das ist fast schick. Vielleicht kriegen wir es noch hin, dass es schick wird. Ihre Haare hängen jetzt natürlich. Guckt ihr an, wo ihre scheiß Haare hängen. Mitten im Gesicht. Ist das nervig. Vielleicht müssen wir Fotomodus nochmal beenden. Und irgendwie ein Frame erwischen, wo ihre Haare nicht so hängen. Nee, lässt sich nicht machen. Haare sind einfach im Weg. Okay. Ja, das ist doch schon okay. Vielleicht doch so ein bisschen so. So ist das, glaube ich, ganz geil. Also das Beste, was ich jetzt hier rausholen werde. Vielleicht können wir mit ein bisschen Drehen noch was machen. So, damit das richtig schön... Nee, das sieht kacke aus. Dann werden die Stalagniten schief und so weiter. Das ist leider auch nicht cool. Aber so ein bisschen so vielleicht. So kann man das, glaube ich, machen. Hauptsache, Lara kann das. Genau. Sie ist ja auch diejenige, die das in dieser Situation können muss.
Guck mal, wenn wir den Hintergrund noch ein bisschen unscharf machen. Vielleicht ein bisschen weniger unscharf. Dann sieht das doch ganz, dann hat das doch gleich irgendwie einen ganz anderen Flair. Ich schraube die Helligkeit noch ein bisschen höher. Nee, an der Sättigungskurve schraube ich jetzt nicht so rum. Was macht mein Lieblingsfarbfilter hier? Der macht es irgendwie ein bisschen kaputt. So kann man den, glaube ich, nehmen. Dann vielleicht doch jetzt ein bisschen an der Sättigung, damit das Grün noch ein bisschen zurückkommt. Okay, nee, das ist jetzt übersättigt, aber wirklich total. Guck dir Leowas Gesicht an. Das ist einfach nur noch rot. So. Ich glaube, ich werde diesen Farbfilter nehmen. Ja, der geht, glaube ich, klar. Macht dem Ganzen zwar auch irgendwie einen anderen Look, als es in der Realität hat, aber was soll's. Also Realität, wir sind hier im Spiel. Ich mag das immer irgendwie, wenn das Tupperware-Logo noch im Bild ist. Und dann kriegt Lava noch irgendwie so einen neutralen Gesichtsausdruck. Und dann ist aber noch ein relativ schickes Bild. Betonung liegt auf relativ schick. Da fällt mir ein, ich habe auch schon ewig keine VR-Fotos mehr gemacht, ne? Ach, so. Ich habe mir die auch immer noch nicht angeguckt. Das war merkwürdig. Bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich so geplant war, aber egal. Ist egal. So. Habe ich halt. Ich habe mir die wirklich immer noch nicht angeguckt, die VR-Fotos. Das vergesse ich immer irgendwie so. Ich mache dieses Spiel aus und dann habe ich vergessen, dass ich da mal Fotos gemacht habe. Ja, ist okay, aber. War das Ja jetzt mir gegenüber, dass ich es vergessen habe? Es tut mir leid. Wollen wir noch entschießen, Lava? Ich meine, das ist zwar ganz schick hier irgendwie, aber muss man hier jetzt noch ein VR-Foto schießen? Weiß ich nicht. Ich frage mich, wie das. Naja, man kriegt den Look halt nicht so ganz hin in VR, wenn man irgendwie an so einem Ding hängt. Das wird irgendwie immer nix. Ah, ich kann es ja mal kurz probieren. So, hier irgendwie mich hinstellen. Oh, ich habe den Greenscreen noch an. Wie man da hinten gerade schön sieht. Den machen wir mal weg. Dann machen wir gleich ein Panoramafoto. Sie sieht ein bisschen schläfrig aus, gerade in dem Frame, aber was soll's. Ah. Mal gucken, wie es wird. Ist jetzt halt viel grün im Bild. Aber mal sehen. Einrastern. So. Dann machen wir mal weiter. Items, die hier rumliegen, brauche ich gerade nicht. Items. Ja, sind auch Items. Irgendwo auch Items. Aber ich brauche primär, brauche ich die Ressourcen nicht, die hier rumliegen. So, ein bisschen höher und dann ein bisschen links und ein bisschen rechts und ein bisschen oben und ein bisschen unten drücken Sie. So, um sich an der Kletterwand wenden abzuseilen. Okay. Das kann man auch. Macht auch irgendwie Sinn. Aber warum wird mir das die ganze Zeit eingeblendet? Brauche ich das gerade? Das hätte ich vielleicht da vorne gebraucht, wo ich einfach abgesprungen bin. Ich Trottel. Und habe dadurch das Spiel kaputt gemacht. Vielleicht, wenn wir hier mal irgendwie das Menü kurz öffnen. Gut, dann ist diese nervige Meldung weg. Das ist schön. Das ist schön. Mit dieser nervigen Meldung. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Du bist total verrückt, Lauer. Du bist total verrückt. Aber vielleicht kriege ich hier noch ein schickes Foto so im Sprung. Sie sieht halt aus wie so ein Monster aus Dead Space. Wie sie jetzt gerade mit ihren Kletterdingern so in der Luft hängt. Sie sieht da wirklich aus wie so ein Monster aus Dead Space. Gut, das hätte ich jetzt fast verpasst. Also den Kletterhaken zu befestigen. Aber hat ja noch funktioniert. So, immer noch kein Lagerfeuer. Das ist echt, glaube ich, der längste Abschnitt im Spiel. Wo bisher noch kein Feuer kam. Ich meine, streng genommen, hier passiert nicht viel, aber ich frage mich, wie das jetzt in diesem schweren Modus ist, wo man irgendwie nur ein Lagerfeuer respawnt.
Ob man dann, weiß nicht, hier so ein Quicksave hätte oder sowas zumindest. Gut. Bald kriege ich wieder einen Punkt für meine Fähigkeiten. Oh, hier ist schönes blaues Wasser. Guck dir das an. Nach dieser ganzen Kacke in der Höhle ist das hier sehr schön. Der Ort ist das auch schon wieder so eine schicke Höhle, ne? Dass einfach so nach oben offen ist, das ist schon sehr geil. Gibt's hier noch Gold? Ja, ja, ich weiß. Gold ist nicht das alles, aber Gold ist wichtig. Die Menschen brauchen Gold. Ohne Gold kann man nicht leben. Oder sie zumindest keine Sachen kaufen. Da könnte man übrigens mal eine lustige Geschichte zu Diamanten erzählen. Die meisten werden ja wissen, Diamanten sind so im Volksmund, werden ja eigentlich als Wertvorlage. Ich meine, hä? Ne, in so einem Verlobungsring irgendwie hat ein Diamant zu sein. Diamantenkolliers, die sind ganz schön teuer. Dabei ist so ein Diamant ja eigentlich nichts weiter als gepresster Kohlenstoff. Also Kohle. Ne? Künstliche Diamanten kann man schon etliche Jahrzehnte herstellen. Zwar immer noch ein bisschen beschränkt in der Größe. Die natürlichen Diamanten, also es gibt so ein paar natürliche Diamanten, die sind immer noch deutlich größer als alles, was man bisher künstlich herstellen konnte. Aber das ist demnächst auch vorbei. Demnächst wird ein künstlicher Diamant vermutlich der größte auf diesem Planeten sein. Da sind die Forscher nah dran. Und naja, künstliche Diamanten, die kosten immer noch ein bisschen was, aber halt deutlich weniger als ein echter Diamant. Und das, obwohl sie im Grunde chemisch gesehen das gleiche sind. Physisch? Chemisch. Sie sind teilweise sogar reiner. Also künstliche Diamanten kannst du halt irgendwie mit so einer Reinheit von 99% plus machen. Mir geht gerade die Luft aus. Da vorne gibt es Luft. Und für irgendwie Schmuck, wo wir irgendwie das hundertfache ausgeben des Preises, geben wir uns halt mit einer Reinheit von 80% oder weniger zurecht. Weißt du, das ist halt... Es ist doch alles nicht das, was man eigentlich möchte. Aber die ganzen Mode... Die Mode und halt der Kunsthandel und so weiter, die haben uns halt eingebläut, uns Kunden, ja, so ein teurer, natürlicher Diamant, der ist was Besseres. Und wir glauben denen das. Auch wenn man künstliche Schmuckdiamanten irgendwie kaum kaufen kann, weil, wie gesagt, es gibt keinen Absatzmarkt dafür. Und das ist schade. Das ist irgendwie Betrug und sollte man eigentlich nicht unterstützen. Aber ja, wer weiß. Oh cool, sie hat sogar wieder ihr Paititi-Outfit an. An dieser Stelle würden jetzt irgendwelche anderen YouTuber so ein Call to Action machen und die Leute auffordern, hey, wie seht ihr dieses Thema Abzocke im Diamantenmarkt? Kinder arbeiten dafür, Blutdiamanten, was ist eure Meinung? Schreibt in die Kommentare und teilt dieses Video mit allen euren Freunden, die einen Diamantring haben, um ihnen zu zeigen, dass ihr etwas Besseres seid, dass ihr Kommerz nicht unterstützt. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, favorisieren, kommentieren, bewerten. Das mag ich natürlich nie machen. Trotzdem, wusstet ihr das? Ist euch das irgendwie bewusst? Was haltet ihr von Diamanten? Könnt ihr mir trotzdem aus Interesse in die Kommentare schreiben. Oder jetzt hier im Livestream. Dann kann man gleich noch eine Diskussion anfachen. Sonst habe ich jetzt gerade auch gar kein Gesprächsthema. Wir sind wieder in Paititi. Das ist das Gesprächsthema. Wir sollten gucken, wo ich hin muss. Ich muss scheinbar wieder zurück in die Höhle. Und gucken, was da so passiert. Du kannst das lesen? Ich kann das nicht lesen. Apropos lesen, war hier nicht noch irgendwo so ein fetter Stein, den ich nicht lesen konnte? Den kann ich auch weiterhin nicht lesen, diesen Monolithen. Das ist aber schade. Ich würde jetzt auch auf jeden Fall früher oder später nochmal ganz gerne, da gibt's Gold, zu dieser Händlerin gehen, zu der alten Oma.
die richtig geiles Zeug im Angebot hat. Das Problem ist, ich sehe ihr Symbol nicht mehr auf der Karte. Das hier sind die beiden normalen Händler. Und ich hatte es in Erinnerung, dass sie irgendwo hier war. Aber hier sehe ich nichts. Das ist aber komisch. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall mal, bevor ich die Hauptquest weitermache, werde ich wirklich noch mal ein bisschen kurz in Paititi rumlaufen. Und so ein, zwei Sachen noch einsammeln. Man weiß ja nie, was gleich passieren wird. Außerdem ist da oben ein Feuer, da kann man mal kurz hin. Der Meini ist bekannt, dass Diamanten Abzocke sind und so weiter. Oder zumindest, dass es Kunst und rechte Diamanten gibt. Ich fand das ganz interessant, als ich da irgendwie neulich mal in einem Podcast drüber gehört habe. Gibt einem so ein bisschen zu denken, aber auch am Ende auch nur so ein bisschen. Weil, naja, ich bin eh nicht so der Schmuckfan. Ich habe irgendwann mal als Jugendlicher oder so versucht, eine Kette zu finden, die ich irgendwie tragen kann. Und so richtig gefallen hat mir nichts, was ich so hatte. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dann habe ich es irgendwie sein lassen. So, das einzig, naja, Accessoire, was ich mit mir rumschleppe, ist halt meine Uhr, die ich am Arm habe. Und die ist jetzt auch nicht die modischste. Das ist halt einfach eine. Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist halt einfach eine billige Xiaomi Fitness Armband. Was halt auch mehr Funktionen als Style hat. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Die Ausdauerkräutermischung hält länger. Ich weiß gar nicht, was die Ausdauerkräutermischung macht. Storybelohnung, Grabbelohnung, okay. An den hier muss ich jetzt nicht großartig investieren. Oh, das hier. Was ist das? Effektivität von Ausdauer erhöht weniger Schaden von Gift, Feuer, Explosionen. Halten Sie beim Schwimmen länger die Luft an. Ah, okay. Ausdauerkräutermischung reduziert den erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernkampfangriffen. Also es ist doch ein Schutzding. Es ist nur Ausdauer, ist halt einfach nur, glaube ich, ein dummer Begriff hierfür. Ach, ist das nervig. Erhöht die Effektivität von Konzentrationspflanzen, ermöglicht die verlängerte Konzentrationszeit. Erhöht den Effektiv. Vielleicht muss ich jetzt doch mal hier in so eine Richtung investieren. Irgendwie Lockpfeile oder Überreste Outfits. Ach komm, das machen wir jetzt mal. Obwohl ich schon, wie gesagt, festgestellt habe, dass das eigentlich nicht so mein Problem ist. Stellen Sie den Erschütterungspatron her, betäubt Gegner. Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden Sie ungepanzerte Gegner. Leuchtmunition und Erschütterungsmunition bedeuten länger. Das sind alles bestimmt ganz praktische Fähigkeiten, aber da will ich gerade nicht mein Geld für investieren. Höhe die Chance beim Plündern, Pfeile wieder zu bekommen. Wow, unglaublich. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen. Klingt ganz spannend. Irgendwie. Erhöht den der Wahrnehmungspflanze. Oho. Also irgendwie gefällt mir hier gerade gar nichts. Ich mache mir jetzt die Giftpfeile so. Gift. Erhöht die Chance, seltene Tiere zu finden. Who cares? Schaltet den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Ja, komm. Warum nicht? Du gehst schon wieder, Catalina. Na dann, bis zum nächsten Mal. Und auf Arrivederci. Warte, was man noch schnell hätte machen können, ist, die Ressourcen auch nochmal auszugeben. Und zwar in dem Fall in die Schrotflinte. Stecke ich mal den Schaden rein. Und was haben wir sonst noch so? Mein Gewehr, da kann man auch noch was aufrüsten. Und zwar auch noch den Schaden. Komm, warum nicht? Das kann ich mir schon wieder nicht mehr leisten. Die Pistole ist auch gerade aufgebraucht, was Upgrades angeht. Ja, das ist schon wieder alles gewesen mit den Upgrades, ne? Hier könnte man ein Upgrade reinballern in die Schrotflinte. Aber es ist halt auch nur eine DLC-Schrotflinte.
Ansonsten Pistolen. Habe ich noch gar nicht benutzt bisher. Das ist, glaube ich, so eine Art Desert Eagle. Upgrade der Schalldämpfer. Hier sind noch ein paar Upgrades für den Bogen, den ich auch nicht benutze. Joa, wie sieht's mit Outfits aus? Was wir jetzt, glaube ich, machen können, ist ja uns jetzt in den Katakomben ein bisschen umzusehen. Da ich jetzt vermute, zumindest in die eine Katakombe hier reinzukommen. Nee, Moment, hier gibt's gar keine, oder? Doch, hier gab's, hier gibt's mindestens eine. Irgendwo war eine. Hier ist ein Herausforderungsgrab. Und hier ist auch noch irgendwie eine Krypta. Die könnte man jetzt ja eigentlich machen. Zumindest eine von beiden. Das klingt doch eigentlich ganz cool. Kondorfedern. Ich werde jetzt aber auch mal schnell noch ein bisschen im Dorf rumrennen und noch Sachen looten, die noch zu looten sind. Erzählst du mir eigentlich was Wichtiges? Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Geheimnis entdeckt. Was für ein Geheimnis habe ich jetzt entdeckt? Weiß man nicht so genau. Egal. Ich habe es entdeckt. Und das ist gut. Ein Geheimnis weniger auf dieser Welt, das sich vor mir zu verstecken wagt. Dass es wagt, sich vor mir zu verstecken. Was haben die eigentlich gerade im Angebot? Hallöchen. Überreste Stiefel aus Leopardenfell. Mehr tierische Ressourcen aus jeder Quelle. Pfeile. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Ich merke auch keinen so wirklichen Discount. Ich habe mir irgendwie den Discount freigeschaltet, aber so wirklich discounten tut das nicht. So, die hat einen Rucksack. Großer, isolierter Rucksack, der die Tragekapazität für natürliche und menschengemachte erhöhtlich beträchtlich erhöht. Ach ja, den habe ich ja gerade freigeschaltet. Für 3000. Das ist natürlich ganz schön teuer, ne? Und ich wollte ja eigentlich bei der alten Frau einkaufen gehen. Aber wo einkaufen? Ich habe jede Menge Golderz, was ich nicht mehr brauche. Nehmen Sie auch mein Jadeerz. So, da, jetzt ist das doch der Wert meines Kontos wieder deutlich besser aus. Wir müssen trotzdem mal die alte Frau suchen. Weil die hat auf jeden Fall Stuff, den ich gerne noch hätte. Bevor ich irgendwas anderes nochmal kaufe, hole ich mir das. So, dann ist hier ein Relikt, das nehme ich mit. Das müsste irgendwo hier in der Ecke sein. Muss ich hoch? Naja, war jetzt nicht so. Ah, hat fast geklappt. Entschuldigung, ich muss hier mal vorbei. Entschuldigen Sie mich, ich muss hier mal in die Kiste gucken. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Du warst ganz schick. Kann man behalten. Nehmen wir mit. Ich glaube, es war irgendwo hier in der Ecke. Aber ich bin mir nicht sicher. Warum ist sie nicht auf der Karte markiert, das weiß ich nicht. Es war doch irgendwo hier. Da bin ich mir fast sicher, aber... Oh. Helbisu lakobe, un peluko jalan iletzulul makobo, wamaska ube wabash. Das tut mir leid.
Hier, mit dem Dude habe ich geredet für die Mission. Und ich glaube, dann war es irgendwo hier in der Ecke. Hier? Nee. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier sind die Musikanten. Hier ist der Musikantenstadel. Ey, ich weiß nicht, wo die Händlerin hin ist. Oder ist die wirklich nur gelegentlich da? Die meinte ja, die ist irgendwie nicht immer da. Aber sollte das wirklich so sein? Ich habe gedacht, die schalte ich einmal frei und dann ist sie halt da. Krypta. Cool. Das brauche ich zwar nicht, aber ich danke trotzdem für den Hinweis. Das finde ich ja echt nervig, wenn die jetzt einfach nicht da ist. Hä? Wie, das ist unterirdisch. Ich muss schon mal durch. Entschuldigen Sie mich, ich bin auf Goldsuche. Das hören die hier bestimmt nicht ganz so gerne. Ja, reg dich schon mal nicht so günstig auf. Unter mir. Kann ich den eigentlich lesen? Nein, kann ich nicht. Chin-chin. Was ist, wenn ich zu dem alten Missionsgeber nochmal gehe? Diesen Dude mit den Würfeln. Der will nochmal sagen, wo die ist, die Dame. Ey, das macht mich echt fertig, dass sie jetzt weg ist. Das finde ich nicht schön. Hallo, Lama. Ey, ich weiß, die stand hier in der Ecke irgendwo. Unsagbar teure Preise und jetzt ist sie nicht mehr da. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Vielleicht irgendwie hier durch diesen Wassertunnel. Wer weiß, vielleicht bin ich auf der richtigen Spur. Oh ja, ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Es ist vergraben, aber... Nee, es scheint immer noch weiter unten zu sein, oder? Hä? Moment, hier ist einfach nur Gold. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Merkwürdig. Warum hat denn das jetzt nicht geklappt? Hä? Warum klappt das jetzt? Bin ich doof? Ist zu doof hochzuklettern? Warum hält sie sich nicht fest? Dann nicht, liebe Tante. Heiratschen Onkel sind wir auch verwandt. Gehe ich halt woanders hin.
Okay, was haben wir denn sonst noch so auf der Karte? Ich wollte jetzt mein Geld ausgeben bei dem Händler. Warum ist die nicht da? Vielleicht muss ich auch die Mission noch abschließen. Kann das sein? Vielleicht muss ich wirklich vorher die Mission noch abschließen, bevor sie wieder da ist. Pass auf, dann mache ich das jetzt halt einfach. Da haben wir auch noch irgendwas gemacht in dem Part. Bin nicht nur blöd von A nach B gerannt. Könnte man jetzt schnell reisen hin, aber ist ja auch nicht so viel schneller. Jetzt wollen wir einfach rüberlaufen. Ah, also was soll's. So, da ist noch Pflanze. Pflanzen, nehmen wir mit. Falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Karte aktualisiert, neuen Ort. Okay, okay. Dann gehen wir doch mal rüber. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ah. Da ist die Höhle. Dann hüllen wir da mal kurz rein. Ich frage übrigens nicht nach, wo sie ihre ganzen modernen Waffen versteckt. Das frage ich nicht. Vielleicht können sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Weiß. Ach, Herr Jemine, das ist jetzt das Letzte, womit ich gerechnet habe. Dass ich jetzt hier so ein Schlangending-Outfit bekomme. Ist auch ganz schick, aber ist nicht das, womit ich jetzt gerechnet habe. Wenn das die Nebenmissionsgelöt leichter macht, weiß ich nicht. Was ist das? Mission verfügbar. Mhm. Dann gucken wir doch mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch eine neue Höhle. Moin. Ich bin hier auch so eine Schlangenwache. Ich fall überhaupt nicht auf, weißt du? Überhaupt fällt überhaupt nicht auf. Nein, gar nicht. Ihr habt hier ein Feuer noch nicht angemacht, Leute. Ich zeige euch mal, wie man das macht. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren. Und sie für ihre Sache begeistern. Ja, jeder mag Sieger. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Was für ein Chaos. Das waren schon wieder sehr komische Gespräche. In den alten Tomb Raider hat sie einfach weitergeredet, auch wenn man irgendwie im Menü war. Das war irgendwie ganz angenehm. Das macht sie hier jetzt irgendwie nicht. So, habt ihr hier noch Gold? Haben sie.
Das holt halt keiner so gerne aus solchen Felsspalten. Das ist immer so unter Wasser, das ist immer so nass. Da macht man sich die Schlangenrüstung kaputt. Außerdem ist es nur Jade. Aber auch das ist, eigentlich habe ich das Gefühl, dass Jade ist sogar wesentlich teurer, ne? Oder ich habe das einfach nur mehr gefunden. Weiß man jetzt nicht so genau. Na gut. Dann würde ich sagen, ich nehme mal noch schnell die Mission an, die der Typ da oben hat. Zumindest mal gucken, was das für eine Mission ist. Und dann glaube ich fast, dass ich dann für heute aufhöre mit dem Part. Hier ist auf jeden Fall noch ein Relikt. Das gucken wir uns nochmal schnell an. Ein sechskantiger, aus Kupfer gegossener Streitkolben, in den eine Beilklinge eingearbeitet wurde. Eine furchteinflößende Waffe. Ah, ich verstehe, das ist so eine Axt mit Stern hinten dran. Kann man bestimmt Leute ordentlich mit kaputt machen. Schön brutal. War da noch was? Nee, da war einfach nur das Wasser, was so geleuchtet hat. Wasser, da hat noch was geleuchtet. Loot. Und Loot. Muss ich jetzt nicht festhalten. Vor allem, ich habe B gedrückt, sie klettert hoch. Fantastisch. So, wer bist du? Was hast du zu tun? Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ichik, Maschani Kubeiteling Wantag. Tintustag Hotul Magdialujokol. Utsonob U. Achkilich Kunesahil Kukulkan. Yale Batel Tambalilo. Balema Beichaki. Tuhel Kinobe. Tenhelin Holpesikop Kachile. Vale. Belama tu beita limbate. Mish alkab kim beita limbetik. Kulekelin sene kim tubik kik. Vale la ilimalov aksol nukene. Uabei kachil tak bela. Chukin wet bisak bailov. Kakachop ticheop. Uchil tulaka lekaho. Tialupek sak olo. Tikun patilov taken kimikobi. Nicht so lange ich da bin. Ha. Jete lubukesah, beish kananti lekano. Helu hal kaptikobe bello. Mishmak kuntu kultik techbetech. Vier? Waren bei der Mission nicht fünf Mann dabei? Hach, polki holpesikop kachil. Balemachuk helbish ulakobo. Mishmak kailech. Min mas shane kimesabich. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Vier Gefangene in Not. Die werden wir dann aber vermutlich beim nächsten Mal retten. Wo auch immer diese Nebenmission ist. Die wurde mir jetzt nicht so recht auf der Karte markiert. Egal. Wir sehen uns hier im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider wieder. Ich bin der Oliver301 und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesen Videos. Beziehungsweise mit diesem Video. Und ansonsten hinterlasst gerne nochmal eine Bewertung, irgendwie einen Kommentar oder sowas. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis denne, auf Wiedersehen und goodbye.